Ja, du wärst jetzt raus. Warum denn? Tragisch, ja. Okay. Hey, wow! Hätte ich gewusst, dass... Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddatet. Wir haben 6 super Typen hinterm Vorhang und eine bezaubernde Kandidatin, die gleich hier an meiner Seite steht. Und jetzt stelle ich sie euch erstmal vor mit einem Trailer. Das ist Philippa. Oder das. Oder das. Oder das hier. Das ist Philippa mit ihrem Papa, den ihr vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen habt, denn er ist auch Schauspieler. Philippa möchte auch mal groß rauskommen und steht aktuell schon auf Theaterbühnen. Bis sie es ins TV schafft, macht sie weiterhin fleißig TikToks mit ihren Freunden. Sportlich ist sie tatsächlich auch, wenn es sie nicht gerade gemault hat. Und da Philippa Single ist, haben wir es uns heute zur Aufgabe gemacht, ihr Top-Kandidaten hinter den Vorhang zu stellen. Schauen wir mal, was wird. Bevor wir ins Video reinstarten, liebe Freunde, möchte ich euch unbedingt darauf aufmerksam machen, dass ich einen eigenen Podcast habe, zusammen mit Laura Abler. Also falls ihr gerne Podcasts hört, schaut euch dieses Meisterwerk an. Geht gerne auf Spotify, schaut euch das Ganze an. Ist ein Videopodcast. Und jetzt, wie gesagt, ich will euch nicht länger auf die heiße Folter. Gibt's eine heiße Folter, Digga? Was geht? Hallo. Ist gut? Ja, bei dir? Alles super. Bist du nervös? Ein bisschen, ja. Bist du Single? Ja. Das ist wichtig, weißt du? Weil das ja, ein Dating-Format. Ich nehme das hier ernst. Runde 1. Okay. Darf ich gucken? Du darfst gucken. Oh mein Gott. Checkst du jetzt, was ich meine? Ja. Wir sind haben das zweimal, die gleichen? Wir haben zweimal diese Adidas-Gazellen-Dinger hier drin. Ja, die sind safe schon mal weiter. Ja, sollen die direkt einen Schritt zurück ohne reden? Ja, können wir machen. Schon. Okay, 1, 3, ein Schritt zurück. Yalla. So, jetzt haben wir nur noch 4. Das ging einfach, das ging echt schnell. Ja, wir haben hier Jordans. Wir haben Air Force, aber ich glaube, das sind besondere. Die sehen teuer aus. Ich kenne mich mit Schuhen gar nicht aus. Echt? Also ich gehe echt einfach nur, was ich schön finde, so. Aber sind die nicht voll teuer, die 5? Die 5 sind teuer, das sind McQueens, glaube ich. Ja, ne? Genau. Oder 5? Genau. Okay, bist du reich? Nee. Okay. Jetzt nicht mehr. Nummer 6 hat Stiefel an, oder? Ja, Timberlands. Timberlands. Ja, wir haben ja auch immer noch Winter, ne? Muss man dazu sagen, draußen arschkalt. Weiß nicht, wenn du sagst, du kannst nicht viel mit Schuhen anfangen. Also du kannst schon viel mit Schuhen anfangen, weil du hast 2 schon mal rausgetan. Das stimmt, ja. Das ist schon gut. Ja. Weil dann können wir den anderen 4 jetzt einfach so eine lockere Frage stellen oder die stellen sich vor oder... Ja, erstmal vorstellen. So, Name, Alter, Wohnort. Name, Alter, Wohnort, Lieblingsessen, Nummer 6. Ich bin 24, heiße Ben. Ich wohne hier in Köln. Boah, und Lieblingsessen. Also früher war es auf jeden Fall Döner. Tschüss. Aber ja, so. Jetzt teuer geworden, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehe ich gar nicht mehr ein. Ich würde sagen Schnitzel. Oh, stark. Nummer 5? Genau, ich bin Justin, bin 21. Ich wohne in Neuss, also hinter Düsseldorf. Und mein Lieblingsessen ist, würde ich sagen, Sushi oder Steak. Sushi, gut. Nummer 4? Also ich bin der Nico, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Köln und mein Lieblingsessen ist Pasta. Krass, die warte, wie alt war Nummer 5? 21. Okay. 24, und? 21, 19. Ja, und okay. Pasta. Okay, Nummer 2? Mein Name ist Devin, ich bin 21, komme aus Düsseldorf und mein Lieblingsessen ist entweder Chinesisch oder Pasta. Mhm. Aber jetzt will ich eigentlich auch 1 und 3 kennenlernen, auch wenn die schon weiter sind. Kannst du machen. Nummer 1? Ja, ich bin Jan, ich bin 21, ich wohne in Bonn und mein Lieblingsessen ist auch... Oh, ihr kommt alle von hier, ne? Ich kenn ihn. Echt? Ja. Auch Pasta. Weißt du, safe schon? Ja, safe. Echt jetzt? Ja, wer wohnt in Bonn? Da wohnen viele. Nee, da wohnt nur er. Nur Jan wohnt nee, in Bonn. Kenn ich. Jan, noch nie gesehen. Denkst du, du kennst die Kandidatin? Kann es sein? Ja. Mhm. Oh. Ja. Und gibt's da irgendeine Geschichte oder nee, so? Nee, wir haben uns noch nie gesehen, aber so. Aber ihr kennt euch von Insta Media, oder was? Ja. Ah, okay. Okay, ja, dann weißt du ja, wer es. Das ist ja richtig random. Okay, Nummer 3. Yes, ich bin Jonas. Also, meine Freunde nennen mich auch Joe. Bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Krefeld. Ich würde mich der 5 anschließen. Steaks auf jeden Fall schon stark. Ansonsten Pasta geht eigentlich immer. Die Runde ist einfach komplett hier aus dem Umkreis, ne? Hatten wir noch nie. Immer jemand aus Berlin drin oder so. Ja, und ich komme aus der Schweiz. Ja, ist doch super. Fernbeziehung muss man auch schaffen. Stimmt. Stimmt. Ja, hä? Warum kennst du Nummer 1? Was machen wir jetzt? Ja, ich bewerte halt Outfits bei ihm. Nicht. Okay. Nicht Charakter. Ja. Nur das Outfit zählt. Nee, ja, okay, kenne ich auch noch nicht. Er ist ja schon eine Runde weiter, also da brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Stimmt, genau. Was haben die Lieblingsessenssachen gegeben? Hat irgendeins so gefunkt? Ja, also ich bin nicht so ein Fleischfan. Mhm. Also eigentlich bist du vegan? Schon. Ja. Wusste ich selber nicht mal. Ja, aber deshalb ist so Steak jetzt nicht meine Lieblingsantwort. Aber da war ja auch Sushi dabei. Und Steak. Sushi kann man auch vegan essen. Nee, aber vom Essen her ist mir das total egal. Und auch Alter und so ist eigentlich, da kann man noch nicht rausvoten, oder? Nein, kann man vom Ding her nicht, aber kann man vom Ding her auch schon. Aber muss man nicht. Also wir können auch erstmal noch eine Frage stellen. Wenn okay, du meinst. Was ist euer größter Traum im Leben? Oh, soll ich meinen größten Traum sagen? Ja. Frei zu sein. Oh.
Weltfrieden. Okay. Nummer 6, wir fangen bei dir an. Also mein größter Traum ist es eigentlich so mäßig, den Absprung zu schaffen. So halt Selbstständigkeit, nicht mehr abhängig zu sein von seinem Chef oder Arbeitgeber, sondern halt irgendwie sein eigenes Business. Also ich habe mit einem Kollegen ein Business und das wäre halt der größte Traum, wenn das funktionieren würde. Okay, geil. Darf ich fragen, was für ein Business? Ja, wir haben eine Modemarke. Ach krass. Also wir machen Klamotten und wollten dieses Jahr halt droppen. Und es wäre halt mega nice, wenn das klappen würde. Geil. Cool, viel Glück. Dankeschön. Nummer 5? Bei mir ist es so auch mit der Selbstständigkeit. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich auch gerne meinen Eltern dann, also das ist ja halt mein Ziel, mein Traum, meinen Eltern dann viel ermöglichen will, ja. Da die auch mehr reisen möchten und das halt damit dann irgendwie denen finanzieren zu können auch. Mhm. Süß. Nummer 4? Ich würde gerne meinen Eltern ein schönes Lächeln geben, was sie mir jahrelang gegeben haben und jetzt mal zurückgeben und nebenbei model ich und eventuell mal als Model groß werden. Süß, krass. Kleine Models kommen nicht so gut an, ne? Der dauert. Ja, kleine Models nicht. Ich lieb's jetzt schon. Okay, Nummer 2. Also ich kann mich bis jetzt auch nur anschließen. Ich würde gerne finanziell einfach unabhängig sein, sodass ich meiner Familie den Traum ermöglichen kann, dass die nicht mehr arbeiten gehen müssen. Das ist ein Riesenproblem. Und meinem kleinen Bruder, der jetzt aus der Schule raus ist, auch ermöglichen kann, dass er sich keine Sorgen machen muss, was das Geld angeht. Okay, noch süß was dazugefügt. Mhm. Aber kann 3 und 1 doch wieder... Nee, das hast du jetzt schon verbockt. Dürfen die nicht das dann nicht sagen? Nein, nächste Runde. Das hast du extra gemacht. Warum? Ja, du hast gesagt, eine Runde weiter. Hätte ich gewusst, dass eins dich kennt? Sorry, du hast sie ausgewählt. Nein, alles gut. Okay, ja, was geben dir die Antworten? Ich habe gemerkt, bei Familie bist du so ein bisschen Dings. So süß und so. Hast du ein bisschen gefühlt? Also ich fand, also 6 ist halt gut, weil es war voll schnell die Antwort irgendwie und so voll klar. Die anderen klar. Haben alle nachgemacht, ne? Ja, und dann war es ein bisschen so Nachgerede. Aber das mit Lächeln fand ich auch süß. So Lächeln aufs Gesicht zaubern, ist cute. Aber das passt, ich finde, es passt nicht so richtig zur Frage, weil die Frage war, was ist dein größtes Ziel im Leben? Ja, den Traum, so die Eltern glücklich zu machen, oder? Ja, okay. Ja, gut. Okay, ich check. Ich glaube, ich muss jetzt auch mehr auf die Schuhe gehen. Ja, mach. Weil die Antworten waren alle süß und bitte, so, aber tu's. Nicht aussagekräftig. Und ich glaube, also ich finde, alleine die Schuhe, finde ich 2 und 4 sind nicht so mein Geschmack. Ich weiß aber, dass 4 sehr viele toll finden würden. Und ich glaube, ich würde 2 rauswählen. Okay, dann machen wir gar nicht lang rum. Nummer 2, komm gerne einmal nach vorne. Oh Gott. Bist du nervös? Ja. Oh nein. Was geht da? Hi. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, auch. Was geht? Wie heißt du? Devin. Devin, ach, hast du wahrscheinlich gerade gesagt bei der Vorstellungsrunde, ne? Genau. Aber wie cooles läuft's? Outfit. Dankeschön. Schade. Ja, hast du verkackt. Ja, weil die Hosen und so, das wäre dann wieder gut gewesen. Hätte man abwarten müssen. Ja, shit. Kann man muss die Schuhe auch holen, weißt du dann? Ja, hätten ja nicht gepasst. Stimmt. Die hätten echt nicht gepasst. Ja, stimmt. Gepasst. Gott, das ist voll fies. Die hätten wirklich nicht gepasst. Danke dir, Bruder. Okay. Immer gerne. Tschüss. Runde 2. Wir müssen noch jemanden rauswählen, ne? Nein, jetzt schon? Möchte ich nicht. Bitte nicht. Müssen wir. Scheiße. Du kannst echt nicht viel sehen, aber du kannst Aber man sieht schon so ein bisschen die Hosen. Und das finde ich total wichtig, weil... Oh, ja. Wenn die nicht so... Also ich mag Baggy-Hosen. Nummer 1 gehen wir kommen noch ein Stück nach vorne, bitte. Ja, die sind Baggy. Mhm. Aber 3 nicht so, glaube ich. Mhm. Du siehst das im Stehen, ne? Ja. Das finde ich krass, weil ich sehe im Stehen gar nichts von den Hosen. Okay, also die Frage ist, was magst du am liebsten an dir selbst? Oh. Ich würde sagen, dass ich sehr offen gegenüber neuen Sachen bin, also sehr abenteuerlustig, weil ich dadurch schon viele lustige Momente erlebt habe, die ich sonst vielleicht nicht erlebt hätte. Mhm. Ja. Nummer 3. Nummer 3. Ja, also ich würde sagen, meine Empathie auf jeden Fall. Ich bin ein einfühlsamer Typ, auch wenn ich oft zu sagen bekomme, dass ich keine Emotionen oder so zeige. Okay, Nummer 4. Ich würde sagen, Humor. Ich lache viel mit meinen Freunden und ich bin meistens der Clown der Familie. Und der Freundesgruppe. Ich glaube, das ist so die Sache, die mich ausmacht. Nummer 5? Ich bin ein sehr offener Mensch. Also wenn du jetzt spontan zu mir irgendwas sagst, lass in den Urlaub oder so, ich bin auf jeden Fall dabei. Und genau das würde ich sagen, macht mich auf jeden Fall auch. Mag ich an mir. Nummer 6? Also wenn es ums Äußere geht, dann auf jeden Fall meine Haare und meine Brust. Aber charakterlich auf jeden Fall, ich bin Sternzeichen Steinbock und die sind sehr zielstrebig und das bin ich auch. Spontan und auf jeden Fall sehr lebensfroh.
Achtest du auf Sternzeichen? Nee. Kennst du dich damit aus? Leider gar nicht. Ah, okay. Ich wäre gern so ein Sternzeichen. Sonst hätte man das noch hinterher schießen können. Aber nee. Ja, das sind die Antworten. Willst du jetzt meins wissen? Ich habe gewusst, ja, dass meins keiner sagt. Okay. Mein Arsch. Ein sehr knackiger Arsch. Ja, du wärst Arsch. Jetzt raus. Warum denn? Ich wollte bei dieser Frage wissen, ob die auf den Charakter gehen oder aufs Aussehen. Weil da kann man, ich hätte irgendwie gedacht, dass jetzt alle so sagen, so ja. Ich hätte auch, ich hätte, als, also ich habe. Ja, du bist so einer. Dich hätte ich dann rausgekickt. Ja. Du bist so einer. Du bist so einer. Ist krass. Ja, oha. Aber jetzt denke ich mir auch, eins hat halt die Vorlage gegeben, so Charaktereigenschaften zu sagen. Safe, das ist das Problem. Wenn einer vorlegt, dann können die anderen sich so dran anpassen, denken sich so, ah, stimmt. Boah, ich glaube, ich mag das, wenn Leute spontan sind, aber ich muss da, also ich bin nicht die spontanste Person. Mir fällt das sehr schwer manchmal. Brauchst du Plan? Ja, ich brauche so eine Struktur im Leben, wenigstens so ein paar Tage voraus. Es wäre halt gut, weil dann könnte ich auch mehr spontan sein so. Aber ich glaube, es würde mich auch stressen. Und deshalb würde ich, glaube ich, spontan die Nummer 5 rauswählen. Ich würde jetzt einfach mal spontan. Spontan nehmen wir jetzt mal einfach die 5. Nummer 5 darfst gerne zu uns nach vorne kommen. Das ist der Reiche, ne? Ja. Oh, der Reiche. Der Reiche. Es geht. Alles gut. Hi. Hi. Oh, erst einmal, ich muss sagen, Dings, schon ein Süßer. Also, nee, und cooles Outfit. Danke. Ich finde einfach, ich mag einfach nicht mit Schuhen nur rauswählen. Ist ganz schlimm. Ja, aber der Vorhang geht jetzt hoch. Okay, gut. Aber ja, du hast leider Scheiße gebaut. Krasse Augen. Dankeschön. Wow. Danke. Ist sie dein Teil? Ja, ist schon hübsch. Danke. Ist für dich gerade unangenehm? Ein bisschen. Wie? Weil du es so machst. Hey, wir sind bei einem Blind Dating Format. Ja, okay. Hey, Spaß. Ja. Danke dir fürs Mitmachen. Dankeschön. Runde 3. Jetzt kannst du endlich mehr sehen. Oh mein Gott, okay. Hier entsteht halt, boah, warte mal kurz, ich muss mal hier kurz überprüfen. Hier kurz einmal gucken. Na, safe fake, wie die Axt vor den Girls. Der Reiche, Boss. Der Reiche. What you say, willst du Hände auch sehen? Legst du Wert auf Hände? Ja. Wie findest du meine Hände? Ich zeig dir nur die. Oh, warum die nicht? Nee, aber ich darf eigentlich nicht Hände bewerten, weil ich selber, ich wollte eigentlich Hände mit Hannah Nägel machen gehen, aber wir hatten keine, nein, zeig weil ich kau jetzt Nägel, wenn ich nervös bin. Ja, also ist nicht ich so auch tragisch, check. Aber... Echt? Aha. Ja, voll schlimm. Bei mir ist tragisch. Oh, bei dir ist echt tragisch. Ja. Okay. Hey, wow, der hat gesucht, der hat... Ey. Nein! Wait. Hold on. Ich mach nur noch so. Hier, warte mal. Also, ich finde jetzt ohne, weil ich ihn kenne, die Hosen am coolsten von Nummer 1. Mhm. Perfekt, das Baggy. Das ist dein Style. Solche ja, Hosen guck mal, ich habe doch genau die gleichen an. Du hast von denen, ne? Du hast nur, hast du nicht nur solche? Doch. Habe ich die schon mal in einer anderen Hose gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube echt nicht. Nein, Nummer 3. Gar nicht deins. Gar nicht meins, check leider. Check ich komplett. Also für meinen Geschmack. Safe, ich fühle das, check, was du meinst. Ich glaube, ich muss Nummer 3 rauswählen. Nummer 3. Kein Thema. Darfst du einmal zu uns nach vorne kommen. Kannst du Uhr geben? Was geht? Hi. Geht, Bro. Hi, Jonas. Freut mich sehr. Wie geht's Familie? Stark, ganz gut. Yeah. Und ja, sonst coole so? Schuhe aber. Danke, kann ich verstehen. Heute eher ein bisschen auf schick. Ihr habt echt die eigentlich fast gleich. Ähnliche, du hast halt nochmal ein bisschen hipper, würde ich halt sagen. Dann viel Spaß, danke fürs Mitmachen. Auf jeden Fall. Mach's gut. Runde 4. Du kannst dich umdrehen, jetzt sehen wir tatsächlich alles, außer das Gesicht. Okay, spannend. Ist das Gesicht wichtig bei einem Mann? Ja, klar. Echt? Nein, Spaß. Echt, soll ich raten, welches Outfit, soll ich Ranking für dich machen, ja, was ich mach schätze? Ja, mach mal. Okay. Ich weiß schon. Oh, obwohl, bei 1 bin ich mir sicher, Ranking auf Platz 1 ist 1, nur vom Outfit her. Mhm. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht so ganz sicher, tatsächlich. Nicht? Okay. Ich glaube 6, 2. Ja, okay. Ja, aber ist ja nur das Outfit, ne? Stimmt. Was ist dir, sagen wir mal, du triffst einen Typen, was ist so das, worauf du achtest, was dir wichtig so? Mir fällt immer auf, wenn so jemand voll gepflegt aussieht. Einfach, dass so die Hygiene stimmt. Okay, fühle ich. Dann, was sind eure Must-Haves, was Körperpflege angeht? Ist das eine Frage? Das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall ein Must-Have. Nummer 1? Ich finde tatsächlich trockene Hände ganz schlimm. Mhm. Und deswegen ist das für mich die Handcreme. Hast du dann Sama immer dabei? Jetzt gerade nicht. Okay. Nummer 4? Ich benutze tatsächlich Bartöl, weil ich habe einen Bart und wenn man einen ungepflegten Bart hat, sieht es immer ganz schlimm aus. Man wird immer doof angeguckt, deswegen gepflegt sein am Bart ist immer am coolsten. Ach so, Bart. Ich habe verstanden, Bart. Bartöl. Ich dachte, beim Baden. Wie ein Öl. Nummer 6? Ich meinte ja vorhin auch schon, dass ich meine Haare mag. Also mir ist so Duschgel,
Haarshampoo und so besonders wichtig. Aber ich bin auch so ein Typ, ich gehe jeden Tag duschen. Ich kann nicht ungeduscht ins Bett gehen, das geht bei mir gar nicht. Fühle ich komplett. Ich fühle alle drei Sachen komplett. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, liebe Freunde, möchte ich euch einmal den Partner dieses Videos vorstellen. Valentinstag steht vor der Tür und wenn Mädels eine Sache auf ihrem Radar haben, dann gepflegtes Aussehen. Mit den veganen Produkten von Bulldog hast du das perfekte Treatment für deine Haut. Beim Duschen fängt es schon an. Guter Geruch und tiefe Frische. Auf meinen Rasierer sollte auch immer Verlass sein, weil es sich nicht lohnt, wenn der Bart Achterbahn fährt. Und gerade für eine glatte und frische Haut creme ich mein Gesicht gerne mit der Sensitive Feuchtigkeitscreme ein. Diese enthält 96% Inhaltsstoffe aus natürlichen Ursprung, spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Aber auch mein Bart kriegt Feuchtigkeit gespendet. Mit ein paar Tropfen Bulldog Bartöl sind wir weich und geschmeidig vorbereitet fürs Date. So mache ich mir auf jeden Fall gar keine Sorgen um den Valentinstag. Wie haben dir die Antworten gefallen? Ich fand alle drei gut. Benutzt also, du irgendwas davon? Benutzt du Bartöl? Ja, Bartöl benutze ich immer, täglich. Ja? Also zweimal täglich sogar. Echt? Ja, morgens. Das glaubst du viel, habe ich mal gelesen. Handcreme benutze ich tatsächlich gar nicht, aber ich habe so nasse Hände. Ah, so schwitzige. Ja, ich brauche keine Handcreme. Jetzt, oh, ja, okay. Merkst du ein bisschen? Ja, aber ich habe wenn ich drüber rede, wird noch mehr. Ich habe jetzt so ganz kalte Hände einfach. Fass mal jetzt nochmal an. Oh, ja, krass, okay. Das ist echt krass. Aber kenne ich, das kenne ich. Bei mir ist krass, wirklich krass. Nee, aber ich fand alle gut. Aber da kann ich jetzt niemanden von rausvoten. Dann hau noch eine Frage hinterher. Meine Lieblingsfrage. Was glaubt ihr, was wäre das größte Tier, gegen das ihr in einem fairen Kampf gewinnen könntet? Fairen Kampf? Ja, also so ohne Waffen und so, sondern einfach nur mit den Händen. Bei mir sind Chihuahua. Die sind aggressiv. Ja, das ist egal. Bist du so am Schwanz? Mann. Ich hoffe, ihr habt eine gute Antwort parat. Nummer eins. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ein mittelgroßer Hund. Es gibt auch Hunde, die sind wirklich schon sehr groß sind und auch aggressiv. Da würde ich dann schon eher sagen, nein. Aber mittelgroß sollte ich schaffen. Okay, Nummer vier. Ich würde tatsächlich direkt auf die Rasse gehen. Das wäre ein Golden Retriever. Ich sag ja immer, die sind Helden der Filme. Die darf man nicht kämpfen mit denen. Die sind süß. Und, ja. Okay, Nummer 6. Ich erwarte jetzt gerade auf jeden Fall 6. Ich würde sagen, schon ein großer, starker Hund, weil ich bin auch ein großer, starker, aber kein Hund. Nee, ich finde ganz schlimm, dass alle Hunde gesagt haben. Warum? Weil ich nicht will, also ich habe mir das jetzt bildlich vorgestellt, wie man diese Hunde, auch du hast einfach eine scheiß Vorlage gegeben. Mit dem Chihuahua. Ja, Chihuahua ist okay, aber. Okay, aber alle Tiere haben ich möchte noch mal, ich brauche nochmal eine andere Antwort ohne Hunde oder Katzen. Wow, okay. Ja, weil die sind, also so, ich meine so Wildtiere. So im Wald. Ja, oder so ein Wolf. Okay, wir fangen bei 6 an. Boah, also so Waldtiere. Ich glaube, so ein größeres Reh. Mhm, check ich. Nummer 4. Boah, gute Frage. Okay, wir machen einfach erstmal mit der 1 und du hast noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Okay, ich würde sagen, ein kleines Wildschwein. Baby-Wildschwein. Ja, nicht Baby, aber... Nein, Baby ist wieder zu süß, ne? Dann wird Philippa wieder traurig. Ja, okay, Nummer 4. Du hast noch mal Zeit, dich zu korrigieren. Ja. Zählt Wolf dazu? Was? Wolf? Ja, zählt. Ja gut, das sind die Antworten, Philippa. Okay, also ich glaube, Wolf niemals. Also das schafft man nicht. Aber das Ding ist, auch bei der Frage ging es mir auch so ein bisschen darum, wie Leute Geschichten erzählen können. Hm. Weil ich liebe das, wenn Menschen cool einfach dieses spannende Reden. Dann ist Nummer 6, hat das besser gemacht als die anderen wahrscheinlich, oder? Ja, und 4 hat halt sehr lange überlegt. Hm. Und du magst und die Schuhe nicht? Ja, das Outfit auch nicht so. Magst du auf die Schuhe gehen? Nein, aufs Outfit allgemein. Ich dachte grad, okay. Also ist trotzdem gut, aber jetzt von den drei. Ja, also... Wir wollen hier niemanden. Ne? Also, falls ihr die Schuhe zu Hause habt. Oh Gott, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon die Kommentare. Toll. Okay, ja, dann holen wir Nummer 4 nach vorne. Machen wir nicht lang rum. Nummer 4, kannst gerne zu uns nach vorne kommen. Was geht ab? Alles gut? Hallo. Wie geht's dir? Gut, dir? Ach, so. Denkst du echt, du kannst einen Wolf besiegen? So einen aggressiven Wolf? Bestimmt. Ich kleppe auf den Baum und der kommt nicht hoch. Okay, ja. So. Hä? Es ging doch um einen Kampf, oder? Ja, ja, aber ihr könnt ja dann auf ihn draufspringen, so. Weißt du? Nein. Arschbombe! Okay, danke dir fürs Mitmachen, Bruder. Ich danke dir. Hau rein. Ciao, ciao. Hat mich gefreut. Mich auch. Das Finale. Finale! Oh, oh. Hast du einen Favorit? Du kennst ihn halt. Ja, es ist das echt irgendwie alles schwierig. Blöd. Ja. So kein, aber ich muss trotzdem ehrlich sein, das Outfit gefällt mir trotzdem am besten. Ja. Also jetzt ohne Gesicht schon kennen. Ich muss mir beide nochmal angucken, tatsächlich. Ja, sind beide fresh. Sag dir ehrlich. Also, okay, aber bei ihm guck, der Schmuck auch. Ich mag Perlenketten nicht so. Der Bruder hat auch Tattoos hier, ne? Darf ich mal gucken, komm? Ja, natürlich. Okay. Der ist halt hart breit, ne? Magst du so diese breit? Nee, ich weiß,
Doch, aber es ist nicht so wichtig für mich. So. Ich finde es nice. Ich wäre auch gern breit, aber viele Probleme, weißt du? Hm. Naja. Mhm. Ist Nummer 1 breit? Nee. Aber witzig, also. Aber so gezögert. So. Ich gehe schon trainieren, aber Nummer 6 ist breiter. Okay. Ja, dann musst du diese Fragen stellen, die jetzt ins, die ins Herz gehen. Ja. Okay. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Oh. Weil Jungs weinen zu selten. Ey, als ich das. Die Frage hatten wir in unserem Podcast. Und echt? Als ich die Frage beantwortet habe, musste ich auch weinen. Musst du jetzt weinen? Nein. Willst du sie beantworten? Nö. Scheiße, ich wollte jetzt nicht so die. Ach so, dann müsste ich ja jetzt nochmal überlegen, weil jetzt ist ja wieder was anderes als wie damals ach beim so, Podcast. Stimmt. Also ich weiß jetzt gerade nicht direkt, wann ich das letzte Mal geweint habe. Ja, da kannst du als letztes antworten. Ich überlege noch ein bisschen. Nummer 1? Ich glaube vor 3-4 Monaten. Okay. Nummer 6? Ich kann es nicht ganz genau beantworten, ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich, da habe ich wirklich sehr viel geweint, da ist mein Haustier gestorben. Oh, also Gott, es war ein Hund und zwar, das hat mich sehr getroffen damals. Oh Gott, okay. Wann war das? Boah, ich glaube vor gut 2-3 Jahren ungefähr. Das heißt, du hast 3 Jahre jetzt nicht mehr geweint? Also das ist das, woran ich mich erinnern kann, dass ich da sehr geweint habe. Ey, manche Männer blöffen echt viel, ne? Nee, aber es gibt echt Männer, die nicht weinen können. Also ich kann nicht offen weinen, so. Das, wenn, weine ich wirklich für mich alleine. Ja, aber das zählt auch. Also alleine, ich weine auch nur alleine. Ich weine auch hauptsächlich alleine. Aber ich weine richtig oft wegen emotionalen Sachen, also weil mich Sachen so schnell berühren. Bei Filmen oder so? Nee, müssen nicht mal Filme sein, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein süßes Video von meinen Eltern sehe oder so. Okay, ja, süß. Aber die Jungs haben hier wieder nichts. Doch, Dings. Weil ich finde, also ich weiß nicht, aber ich finde das krass, wenn man so lange nicht weint. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe das Gefühl, da staubt man was an und dann wird er das vielleicht irgendwann an mir rauslassen. Weißt du? Einfach dann so. Ja. Nein, nicht, dass er dann weint vor mir, das wäre ja alles gut. Mhm. So, sondern dass er dann irgendwas anstaut und so mehr Wut oder so in sich hat. Weil manchmal ist das ja einfach so ein bisschen. Ja, dann keine Ahnung. Du hast dich selber in diese Situation gebracht mit deinen Fragen, ne? Ja. Also du musst dich jetzt aus dieser Situation auch wieder rausbringen, indem du jemanden rauswählst. Muss ich jetzt schon final entscheiden? Ja. Komplett? Mhm. Boah, ist hart. Ich muss halt auf Outfit gehen irgendwo auch. Also willst du echt Nummer 1 nehmen, den du kennst? Ja, aber weil das Outfit am besten ist. Und die Antworten waren auch okay. Ja, weil hätte er jetzt gesagt, er hat 3 Jahre nicht geweint und er hätte vor 2 Monaten geweint, dann wäre das vielleicht umgekehrt. Okay, aber dann mach dich auf ein Interview zwischen euch beiden gleich gefasst. Nummer 6, komm gerne nach vorne. Was geht ab? Was geht? Erstmal die Dame natürlich. Hey, was geht ab? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, Bruder. Ja. Sehr stabile Dings. Dankeschön. Bruder, Dings. Kannst du Tipps geben oder so? Schreib mir. Also, kannst du echt machen? Ja, also ich habe ein paar Leute gecoacht mäßig, aber ich selber wurde auch gecoacht. Also kann ich das so ein bisschen weitergehen. Stark. Wie findest du sie? Sie ist hübsch, auf jeden Fall. Danke, aber gleichfalls. Dankeschön. Aber ich bin ehrlich, ich stehe mehr auf blond. Oh, okay. Hanna. Nein, aber du bist wirklich ein wunderschönes Mädchen. Dankeschön. Und der Kollege ist auch. Ja, sie kennt ihn, ja. Ja, aber der ist schon schicker. Also ja, da hast du eine gute Wahl getroffen, definitiv. Okay, danke. Aber was ich gut finde, dass wir halt mäßig so fast gleich groß sind. Wenn wir kurz nur gucken, wer größer ist. Er ist größer? Ja? Ja, du hast gewonnen. Yes. Wenigstens das. Danke dir, Bruder. Danke. Mach's gut, ciao. Danke, mach's gut. Bereust du irgendeine Entscheidung? Bis jetzt? Ich bereue keine Entscheidung in meinem Leben. Nein. Oha, wow. Nein, aber ich meine so, du musst auch nicht beantworten, wer. Aber von allen Kandidaten, die du rausgewählt hast, wer war da jemand dabei, wo du sagst, so, okay, shit, so das Gesicht hat schon nochmal so rausgerissen, ja, trotz Outfit. Safe. Dachte ich mir nämlich. Nummer 1. Darf ich? Komm mal gerne nach vorne. Dieser Überraschungseffekt ist ja, halt, ne? Bei euch gar nicht da. Geht's dir? Super, dir? Auch, danke. Was geht? Seid ihr heute auf Partnerlook oder? Ja, irgendwie schon. Bisschen, ne? Oh ja, abgesprochen, weißt du, wegen Dings. Ich mache halt so ein Blind-Dating-Format auf YouTube und da muss man so, halt auch immer ein bisschen gut aussehen. Ja, ich komme vorbei, glaube ich. Kannst du gerne mal vom Ding her, ja. Dings, ich habe gesagt, ich interviewe euch jetzt noch. Ja, ja, muss nicht. Noch. Aber habt ihr euch schon noch nie persönlich gesehen? Nein. Ne? Habt ihr schon miteinander geschrieben? Ja. Und was ging's da so? Dass er aus Bonn kommt. Aha. Also war das schon mal so, ah, Dings? Nee, und war das schon mal so ein Flirt? Nee. Ha? Es war nicht so ein flirty Gespräch. Ey, krass, dass ich trotzdem hinkriege, jetzt hier noch Spannung reinzubringen. Ne, das ist echt krass. Okay, nee. Wie findest du sie aber? Ja, sieht gut aus, ein cooles Outfit. Danke. Und ja, sympathisch. So doof. Wie ist der erste Step gewesen bei euch? Wer hat, also was passiert? Sie hat mich angeschrieben. Echt? Sie hab dich? Ja. Boah. Das ist krass. Hä, hey, echt? Was Philippa denn? Auf offensiv, ne? Aber nur irgendwas auf die Story. Ich guck das nach, ob das stimmt. Wir gucken das jetzt.
Guck mal kurz. Soll ich nachgucken? Ja, bitte. Nein! Doch! Ich mach's immer schlimmer. Hoffentlich ist das so ein langer Cringer-Satz. Ja, ich habe bestimmt einen Roman geschrieben. Ich habe Angst. Habe ich geschrieben? Oh, tolles, guck mal. Tolles Outfit. Siehst du? Ich bin ehrlich. Ja. Sie hat tolles Outfit geschrieben und jetzt sehen sie sich beim Blind Dating. Wegen Outfit wieder. Wegen Outfit wieder. Krass. Leute, wie heißt das? Schicksal. Sollte ja so kommen. Dann geht ihr heute zusammen. Was würdet ihr so machen an eurem ersten Date? Generell oder jetzt heute Abend noch? Generell. Generell, ich glaube, ich würde in die Stadt gehen, ins Café. Bisschen rumlaufen, spazieren, reden. Ja. Ich finde es gut. Würde ich mitmachen. Ja, gut. So, dann haben wir das ja doch geklärt. Liebe Freunde, das war's mit dem Video. Ich habe es jetzt lang genug unangenehm gemacht für die arme Philippa. Die wollte das doch gar nicht. Checkt gerne mal die Beschreibung aus. Dort findet ihr alle Kandidaten verlinkt. Und auch Philippa. Folgt ihr auf TikTok, Insta, was weiß ich. Und vergesst nicht, falls ihr selber mitmachen wollt, der Link ist auch in der Beschreibung. Da steht irgendwie was wie mit willst du teilnehmen? Dann könnt ihr das Formular ausfüllen. Das war gerade idiotensicher erklärt, ne? Danke euch, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle.